Alice Weidel und die AfD haben nun ein neues Positionspapier veröffentlicht und wirklich auch mal eine große Pressekonferenz abgehalten, wo sie knallhart mit der Politik abrechnen und damit wirklich ganz Berlin zum Beben bringen. Und Frau Weidel war wirklich auf 180 und hat auch wirklich mal eine klare Ansage reingedrückt, dass es jetzt eigentlich nur noch heißen kann, AfD, absolute Mehrheit, andere Optionen gibt es nicht mehr, wenn man aus diesem ganzen Schlamassel wieder rauskommen will. Wir werden uns das Ganze, was aktuell extrem viral geht, hier gleich direkt anschauen, weil es ist natürlich eine sehr brisante Debatte und vor allem, weil halt sich diese Einzelfälle wie Solingen Tag für Tag, Woche für Woche immer mehr häufen. Was Frau Weidel dazu gesagt hat, schauen wir uns das Ganze direkt mal an. Statement von Frau Weidel ist gerade mal 2 Stunden alt, hat jetzt schon über 60.000 Aufrufe. Schauen wir uns das Ganze hier direkt mal an. Und um es hier ganz klar und deutlich zu sagen, die Migrationswende, eine echte Asylwende, wird es nur mit der AfD, wird es nur mit uns geben, mit allen anderen Parteien nicht. Der politische Wille fehlt. Und darum werden wir nicht nur zur Brandenburg-Wahl, sondern auch zur Bundestagswahl werden wir auf die absolute Mehrheit gehen. Denn nur mit allen Stimmen auf die AfD, für die AfD, wird es eine echte politische Veränderung geben. Wirklich mal eine klare Ansage von Frau Weidel und ich glaube, genau das braucht es in der aktuellen Situation wirklich mehr denn je. Nicht nur dieses Positionspapier, wo sie ganz klar sagen, was sie nun jetzt alles groß machen wollen, nein, sondern dass sie vor allem auch sagen, wenn wir das machen sollen, dann muss uns mindestens jeder zweite Bürger gewählt haben. Also, dass er die absolute Mehrheit, 50%, 50 plus 1 dann eben ganz knallhart auch erreichen. Ich meine, auf Bundesebene muss schon sehr viel passieren, aber in Ländern wie Brandenburg oder im Osten ist das Ganze mittlerweile nicht mal mehr so unrealistisch. Schauen Sie gleich auch noch eine Umfrage an, dann sehen Sie es. Ich meine, die AfD ist mittlerweile im Osten, in Thüringen die stärkste Kraft, in Sachsen. Da weiß ich es ja nicht mit dem ganzen, mit der ganzen Wahlmanipulation, mit der ganzen Übernahme von AfD-Positionen und so weiter. Aber in Sachsen ist es auf jeden Fall Kopf an Kopf rennen gewesen. Aber in Brandenburg, ich meine, da braucht man nicht groß rumreden. AfD mit Abstand stärkste Kraft, SPD zweiter Platz, Union dritter Platz, ganz abgeschlagen die Union. AfD ist doppelt so stark. Wir schauen uns jetzt hier mal eine Umfrage an. Können Sie es auch besser nachvollziehen, dass diese 50% für die AfD halt auch nicht mal komplett unrealistisch, ja, sind. Denn hier 2627 Befragte, Veröffentlichung 5.9. Also das ist wirklich mal eine ganz relativ neue Umfrage. Und hier, ich meine, klare Verteilung hier. AfD 28,5%. Und ich meine, wir brauchen es ja bloß mal mit denen davor vergleichen. Also hier hat jede Partei verloren, wirklich jede. Sie sehen es durchgehend, außer eben die AfD mit 5% und in dieser neuen Umfrage auch die CDU, wobei die in vielen natürlich auch verloren haben. BSW ist natürlich neu. Und ich meine, die Grünen, die sind ja auch komplett, die sind auch ganz interessanter Trend an der Stelle. Die sind sogar jetzt noch mehr eingebrochen. Ja, jetzt sind sie nur noch bei 5,3. Letztens waren sie noch bei 6. Also ich glaube, das ist hier wirklich mal ein klares Stimmungsbild. Und mit 29 Sitzen, das ist halt auch wirklich dann eine neue Macht, die sie damit halt auch wirklich ein weiteres Mal haben. Und damit haben sie dann auch wieder ganz klar, ja, die Sperrminorität. Aber man muss ja auch mal noch ganz klar dazu sagen, das hier ist schon eine eher schwache Umfrage, denn in anderen Umfragen hat die AfD teilweise weit über 30, 31, 32%. Und ich meine, in Thüringen haben sie die AfD auch bloß auf 26, 27, auf jeden Fall unter 30% prognostiziert. Am Ende waren es weit über 30, am Ende waren es 32, 33, also klar verfehlt. Ich glaube, in Brandenburg werden wir das Gleiche sehen. Und Frau Weidel hat es ja ganz klar gesagt. Ich fand es auch sehr lustig, dass dann viele gesagt haben, ja, das ist typisch AfD, typisch Frau Weidel, wie undemokratisch, dass sie die absolute Mehrheit will. Am Ende des Tages will sie jeder haben. Jede Partei hätte am liebsten die absolute Mehrheit. Nur ich meine, die Grünen mit 5,3%, hier die FDP mit 0,9%, ja, damit kriegen sie dann am Ende auch wieder nicht mal mehr die Wahlkampfkostenerstattung, haben sie wieder mehrere 100.000 € Verlust gemacht. Natürlich haben diese Parteien, sagen das auch gar nicht so, weil ich meine, wenn die FDP jetzt sagt, wir wollen 50%, dann lacht da jeder drüber. Wenn die AfD das sagt, dann zucken sie alle zusammen und der ganze Saal hat auch da wirklich geschwiegen, während es Frau Weidel gesagt hat. Und ich bin echt gespannt, was jetzt die Bürger machen. Ich meine, mittlerweile haben wir im Osten sowieso, aber vor allem jetzt in Brandenburg, wenn wir uns mal diese Wahlen hier anschauen, eben dieses Szenario. Ich meine, hier die AfD halt mit diesen 29 Sitzen, die Sperrminorität sowieso und es ist halt auch wirklich das Szenario, entweder AfD oder die anderen, ja. Sogar BSW wird mittlerweile nicht mal mehr als neue Partei so richtig wahrgenommen, sondern entweder AfD oder
sozusagen die Einheitspartei, die, so wird es immer dargestellt mäßig. Ich würde sagen, viele Parteien haben schon nochmal Unterschiede. Ich finde, es macht schon Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel die CDU wählt oder die SPD. Aber ich würde sagen, es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich SPD, Grüne, FDP, Linke, vielleicht sogar das BSW, würde ich auch sagen, macht es keinen Unterschied. Ja, es ist am Ende das Gleiche. Wenn dann vielleicht noch zwischen der AfD und der CDU, wobei man hier sagen muss, dass die CDU auch sehr, sehr viel mittragt. Ja, muss man mal ganz so knallhart sagen. Die CDU hat viel mitgetragen, auch mit den Grenzöffnungen und so weiter. Also die brauchen sich jetzt nicht aus der Verantwortung rausfinden. Und ich meine, sehr interessante Frage, die auch Frau Weidel gestellt hat. Ganz klar 50% ist, glaube ich, eine klare Ansage. Der ganze Saal hat auch geschwiegen dabei. Kommentieren Sie mal gerne Ihre Meinung dazu, ob Sie das nicht nur für realistisch halten, sondern ob Sie glauben, dass es auch wirklich eintritt. Kommentieren Sie es. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.